Use Kanonenrohr. Ey, lecker. Frisches Hundefutter. Frisch und lecker. Saftig wie eh und je. Ja, besser wie verhungern, definitiv. Hier gerade auf Biegen und Brechen, ne? Aber jetzt ist mir wieder warm. Weiß ja nicht. Klamotten sind auch. Wieso habe ich noch Erfrierung? Nimm die an. Da ist noch eine Kiste darunter. Na, immerhin. Ich muss gleich mal rein. Ja, die Frau macht mir definitiv nur Schwierigkeiten. Ne, Schatzi? Meine Frau ist gerade volle Kanne abgegangen, ja. Mir geht gerade richtig ab. Doch, vielleicht werde ich noch was anderes. Ich gucke erstmal danach. Wenn ich hier schon oben bin, hätte ich eigentlich zuerst hier oben gucken müssen. Egal. Eine Hütte? Wenn ich schon hier bin, wie dieses Artefakt drin. Punkt, 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 Punkt. Warum, Schatz? Das ist so grummelig wie ein Murmeltier. Keine Ahnung. Warte mal. Okay, jetzt weiß ich, wie ein Murmeltier macht. Hütten. Nee, das sind diese abgebrannten Dinger, da komme ich nicht rein. Und das heißt mit dem Würgen. Ja, die Kamera nicht, nicht würgen. Oh, super. Hey, das Ding hat einen Keller. Schatz, es gibt wieder was zu lesen. Na dann lass mich lesen, wenn ich es denn dann sehe. Geschichte des idyllischen Tals Teil 3. Es dauerte eine Weile, bis die Bewohner des idyllischen Tals die Auswirkungen des Zusammenbruchs zu spüren bekamen.
Da sie ohnehin schon an die Abgeschiedenheit gewohnt waren, veränderte sich ihr Leben erst nach mehreren Jahren auf dramatische Weise. Nach und nach bemerkten sie, dass die wenigen auf die Insel importierten Luxusgüter rarer wurden. Da sie jedoch weiterhin über regelmäßige Berichte des regionalen Wetterdienstes per Funk auf dem Laufenden gehalten wurden, dauerte es Jahre, bis sich die Isolation nach dem Zusammenbruch bemerkbar machte. Dankeschön, mein Schatz. Bitte schön. Eine Werkbank? Nee. Na, wie viel kann ich denn noch mitschleppen? Nicht mehr viel, ich bin hart an der Grenze. Noch ein Jagdmesser brauche ich nicht. Wer ist der Höhekasten? Ja, Antiseptikum. Okay, ich habe alles. Ich will mich nur noch um das Essen kümmern. Hügelsee, Chips. Aha. Können wir gleich mal aussortieren. Wobei, ich brauche alles. Mal hier drinne. Aha, aha. Ja, das Fakt habe ich jetzt nicht gesehen. Die Kühlschrank sollte ich vielleicht nochmal durchsuchen. Ein altes, fein gearbeitetes Kreuz. Definitiv museumswürdig. Ich habe ein Kruzifix gefunden. Aber was sehen denn eigentlich die Klamotten aus? Oh, mir fehlt Kopfschmuck. Mir fehlt eine Jacke? Oh, Handschuhe? What the fuck? Wusste ich ja gar nicht. Warte mal, hier sind Klamotten drin. Die alle so kaputt gegangen? Ja, bestimmt durch die Vergewaltigung des Bärens. Reparieren die Schuhe. Oh shit. Ja, ich habe Fahrradhandschuhe gefunden, aber ich weiß nicht mehr wo. War unterwegs. War nicht hier. Nicht hier in dem Raum. Flugplatz gibt es noch so ein paar Stellen, wo Klamotten sein könnten. Jedenfalls kann mir hier beim Schnee nicht kalt werden. Weil das Flugzeug wärmt. Ja, muss ich die Dinger hier nochmal durchsuchen. Hier ist ein Buch.
Oh, nochmal Antiseptika. Habe ich definitiv genug davon. Das Ding habe ich noch nicht besucht. Jee, eine Mütze. Die doch bestimmt schon angezogen, ne? Eine Jacke mehr. Scheiße, ey. Müssen wir nach einer Jacke Ausschau halten. Fresspakete. Hosen. Alles dazu. Nee, nochmal den Weg nicht. Mir scheißegal, dass ich so fett überladen bin. Super egal. Surrounded by snow. Nothing to drink. Ja, du kriegst gleich was zu trinken. Dann müssen wir Klamotten finden. Und auf. Hm? Oh, ja. Ich hab gedacht, das wäre was anderes. Einmal los ist, ne? Tage Hose brauche ich nicht. Ruhe. Kann ich kaputt machen und kriege Leder darauf. Ich habe nur noch keine Jacke. Hab ich den Koffer vergessen? Rollhemd. Eine gute Mütze. Sehr gute Mütze. Gucken wir uns mal hier ans Feuerchen. Das sind meine Sachen. Da kann ich halt nur gut machen. Kann ich die anderen Sachen reparieren. Mir scheißegal, ob die Schuhe gefroren sind. Brechen sie wenigstens besser auseinander. Ja, 42%. Nochmal reparieren. Haben wir auch gut rausgekriegt. Oh, 70%. Schuhe sind soweit wieder in Ordnung. Hier mal auf die Mütze. Umswitchen. Ist hier auf 100%. Hier 74, 91. Hier könnten wir noch reparieren. Hier hat flott ein Auto. 60. Okay. Sieht gut aus. Haben wir hier noch irgendwie Patronen drin? Auch noch eine Jacke, tralalalala.
Fäustlinge drin. Kurzenpulli. Also so ein Ding. Ist er das an? Ist das ein Accessoire? Nee. Das wäre echt kein Accessoire, bis jetzt gefunden. Anzugshemd. Brauchbare leichte Jacke? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Ist gefroren. Egal. Oh, das ist wieder ein Koffer, den ich wohl nicht. Abgenutzte Sportweste. Neuer Kapuzenpulli. Schauen wir uns gleich mal an. Feder. Ein Koffer, den ich mir nie angeguckt habe. Benutzte leicht. Oh, nochmal ein Parker. Ich bin jetzt so fett, dass ich nicht mehr laufen kann. Ist ja gut, Krähe. Jetzt verzieh dich. Becken. Lederschuhe. Also ich kann die Schuhe komplett reparieren. Guck mal. Runter und werden mal die Jacke aufwärmen. Ja, und mich auch noch. Nebensächlich. Die Jacke ist nicht gefroren. Legen. Gucken hier näher ins Feuer stellen. Das ist doch eben gerade hier so ein bisschen grün. Jetzt nicht mehr gefroren? Doch, doch. Jetzt nah genug sein, dass die so ein bisschen auftaucht. Derzeit werden wir jetzt mal schnell noch hier Uhr reparieren. Indem wir das hier zerlegen.
auch nochmal. So. Also die Schuhe wenigstens wieder komplett heile. Mal viel wert. 90% geht. Aufnehmen, gucken. Ich finde das lustig, dass ich noch nicht mal mich einfach mal so auf den Boden legen kann zum Schlafen. Nämlich echt meinen Schlafsack vergessen. Die Schneehütte kann ich auch nie machen. 15 Stöcke und 5 Stoff. Oh, wir sind verbrannt. Wenn ich hier rangehe? Ja. Oh hey, wenigstens noch eine Krähenfeder.